Hallo, Freunde des Bestienbluts, willkommen zurück hier im DLC von Bloodborne. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier am Leuchtfeuer, Leichenhaufen, heißt das, glaube ich. Liegt hier irgendwas? Nee, das ist nur eine Laterne. Weil ich habe ja doch hier irgendwo einen Zellenschlüssel bekommen und bevor ich das ganz vergesse, wollte ich jetzt hier nochmal nachgucken, was denn. Oder wofür denn der hier eigentlich gut ist. So. Jetzt mache ich hier erstmal diese beiden hier fertig. Weil. Oh Gott. Kann ich dich hier anvisieren? Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Also hat er doch überlebt. Oh mein Gott. Gut. Gut. Wie wir wissen, schießt der Opi hier ja ganz gerne auf einen. Ah, genau. Jetzt bin ich hier an der Tür hängen geblieben. Ah, wenigstens gibt er uns hier Quecksilberkugeln. Ich hoffe, ihr feiert einen schönen vierten Advent hier. Ich nehme nämlich jetzt heute hier quasi eine Adventsfolge auf. Hier kommen wir rein. Hallo? Was machen wir jetzt mit dem hier? Ja, Mom. Muras Jägerhut, ein khakifarbene Huari, ein alter Jäger, alte Jägerarmbänder und ein weinroter Hakama haben wir jetzt hier gekriegt. Okay, gut. Hört sich nach schickem Outfit an. Hier unten kommen wir damit auch rein, oder nicht? Weiß jetzt gar nicht. Gut, anscheinend kommen wir hier nicht rein. Brauchen wir noch einen anderen Schlüssel? Und dann müssen wir ja jetzt hier. Der guten Madame, die da immer die Hirnflüssigkeit von uns haben will. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die heißt. Irgendwas mit A. Die heißen alle hier mit A. Fährst du jetzt hier nicht hoch oder was? Adeline oder so heißt die. Der statten wir jetzt nochmal schnell einen Besuch ab. Weil ich hätte ja gerne noch die eine Rune von ihr. Hallo? Hallo? Fährt das Ding jetzt nicht hoch oder was? Oh. Wieso fährt es jetzt nicht hoch? Doch, fährt hoch. Blöde Apparatur. Den Simon hier brauchen wir nicht mehr anquatschen, der erzählt uns ja nichts Neues. Ah, die sitzt immer noch hier. Jetzt habe ich gedacht, ich wäre lang genug weg gewesen. Weil eigentlich sollte die sich hier aus ihrem Stuhl erheben und da irgendwie davon krabbeln. Will sie aber nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter zum nächsten Boss.
Ah, daneben geschlagen. Jetzt, ja. Ja. Weil ich habe immer Angst, der schießt mir in den Rücken, wenn ich den nicht ausknipse, bevor ich hier in den Lift steige. Wahrscheinlich zurecht. Mal schön aufpassen, dass man hier nicht auf die Fallen trappt. Give me your Quecksilberkugeln. Tropf, tropf, tropf. Genau. So, und jetzt kommen wir hier runter. Ich weiß nicht, gibt es da einen geschickteren Weg? Keine Ahnung. Von unten irgendwie hier rauf. Aber da wird man ja erschossen. Ja. Hier können wir jetzt den, wen auch immer, beschwören. Yamamura. Ach, war das der, den wir da unten jetzt erledigt haben, oder? Bin gerade überlegen, ob wir das machen, weil dieser Boss ist ja extrem doof irgendwie. Gerade überlegen, nehme ich den jetzt mit oder nicht? Ach komm, ich nehme den jetzt mit. Wenn er schon da ist. Wer so blöde Bosse designt, muss damit rechnen. Dass man sich hier irgendjemand zur Verteidigung mitnimmt. Oh Gott. Ah! Die sind irgendwie ganz schön. Widerspenstig hier gegen meine. Oder widerstandsfähig gegen meine Arkanwaffe. Hier habe ich so das Gefühl. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Weg, weg, weg. Mehr Glück als Verstand hier. Ich hätte es doch alleine angehen sollen, habe ich das Gefühl. Oh, oh Gott. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Na gut, der Yamamura, der lenkt hier schon ab. Macht schon einen ganz guten Job hier. Oh. Oh, jetzt ist er gestorben. Das ist natürlich doof. Jetzt muss ich mich hier alleine rumschlagen mit euch. Oh, ja, 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 ja. Ah. Gestorben.
Gut, das war jetzt natürlich nichts. Bin ich dem voll in den Strahl hier reingelaufen. Ach, die sind aber auch total bescheuert. Ich glaube, ich werde das jetzt noch mal alleine probieren hier. Dann haben die weniger Lebenspunkte. Ah, jetzt bin ich hier unten. Das ist natürlich doof. Gehe ich jetzt noch mal hier rauf. Also wer so einen bescheuerten Boss designt, der müsste den eigentlich zur Strafe selber 10-mal hintereinander ausprobieren. Forschungshalle. Weil falls ich jetzt noch hier 17-mal sterbe, habe ich jetzt keine Lust, da immer wieder mit dem Aufzug darauf und runter zu fahren. Ich weiß auch gar nicht, es gibt da irgendwie so eine Strategie, wie man diesen fliegenden Kristallen da ausweichen kann. Die sind ja so ähnlich wie das Zeug von Rom. Ah, jetzt haben wir aber zumindest hier sie hier hinten. Kann man wenigstens diese Questline hier noch weiter vorantreiben? Genau, hier gibt es nämlich Hirnflüssigkeit von ihr. Die kann man ihr dann wieder geben. Das ist irgendwie. Darauf muss man erstmal kommen. Also, man gibt ihr die eigene Hirnflüssigkeit. Okay. Ach, Seidenpflanze heißt das auf Deutsch. Das ist die Milkweed-Rune. Dass die Seidenpflanze heißt, wusste ich jetzt auch nicht. Gut. Dann probieren wir das hier nochmal. Blaues Elixier kriegt man von denen. Oh, cool. Was hängt hier eigentlich so von der Decke? Sind das Infusionsdinger oder nur Lampen? Diesem Forschungslaboratorium traue ich ja alles zu hier. Ich habe mir übrigens hier Eileens Set gekauft, wie ihr sehen könnt. Aber vielleicht sollte ich doch mir irgendwas anziehen, was mir so Magie besser vom Hals hält. Arkan 60. Ich glaube, das war nicht schlecht gegen Arkan. Handschuhe, Chorhandschuhe. Und das hier, ist das besser? Nee. Ich glaube, dieses weiße Chorgewand war schon nicht schlecht. Okay, schauen wir nochmal. Also nicht, dass das jetzt viel helfen würde. Also ich habe immer so das Gefühl, die Angaben hier, wie was schützt, sind auch nur so Anhaltspunkte. Ah, jetzt bin ich schon wieder über diese Falle gelaufen. Tropf, 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 tropf. So. Gut, dann probieren wir es dieses. Ja, bla 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 bla. So.
Lass mich hier rein und quatsch nicht so viel. Wieso stirbt er nicht? Ich möchte ja nicht sagen, es geht jetzt besser ohne den. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich weiß immer nicht, aus welcher Richtung da diese diese Kristalle geflogen kommen. Das ist, habe ich irgendwie noch nicht rausgekriegt. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, gib mir hier bald die. Meine Schüsse hier aus. Das würde ich ja jetzt hoffentlich schaffen hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Scheuerte Bosse hier. Also wenn ihr irgendeine gute Strategie habt, wie man diesen Kristallen entkommen kann, immer her damit. Okay. So. Dann geht's hier zur Lady Maria, aber nicht bevor ich mich hier wieder hochgeheilt habe. Also diese Bosse hier, das ist echt einer der nervigsten im ganzen Spiel. Was mache ich jetzt hier mit meinen Blutechos? Erstmal die Waffe reparieren. Wahrscheinlich ist es gar nicht notwendig, aber egal. Reparieren. Ah, doch.
Okay. Ich habe mir übrigens jetzt die verlorene Axt auch noch geholt und habe gehofft, dass ich hier mit Blutstein da irgendwas Besseres raushol, aber dem ist nicht so. Also irgendwie bin ich da ein bisschen enttäuscht. Blutfiolen kann man immer brauchen. So. Ja. Bisschen enttäuschend. Also man kann zwar andere Blutedelsteine da jetzt einsetzen, aber irgendwie bringt das nicht so viel, habe ich so das Gefühl. Also die sind dann immer noch schwächer als als meine normale Axt hier. Okay, jetzt gehen wir aber mal wieder zurück. Mal schauen, was ich jetzt hier so drin habe. Das brauche ich nicht. Ah ja, übrigens, das Auge ist eine ziemlich coole Arkanwaffe. Allerdings finde ich diese Henkershandschuhe immer noch so ein bisschen besser. Das sieht da ziemlich cool aus hier. Lass mich mal umdrehen, damit ich hier nachher ein schönes Bild kriege hier. Weil dieses Auge macht zwar ganz gut Schaden und verbraucht auch nur eine Kugel, allerdings verfolgt das die Ziele nicht. Also die Henkershandschuhe, die haben ja so eine Zielverfolgung mit drin. Und das Auge, ja, fliegt nur geradeaus. Also wenn sich die Gegner bewegen, ist das schwierig, die dann auch zu treffen. Ja, ein bisschen Muffe habe ich jetzt natürlich hier schon. Bin irgendwie nicht so ganz sicher, wie ich den Kampf jetzt hier angehe. Okay, gut. Schauen wir hier erstmal. Den Bosskampf finde ich ja ziemlich cool, aber wie oft ich hier schon gestorben bin, das glaubt man ja nicht. Eine Leiche sollte ihre Ruhe haben. Oh, ich kenne das gut, wie die Geheimnisse so süß locken. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Wahrscheinlich. Von eurer wilden Neugier. Oh mein Gott, ich weiß ja gar nichts. Oh, ja genau, das war jetzt. Gott! Oh Gott.
Oh! Sofort wird man bestraft hier. Oh Gott. Oh Gott, Gott, Gott. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Oh. Aber Leute, ich sag's euch, ich habe die Lady Maria noch nie auf dem ersten Versuch erledigt. Das war jetzt hier eine Premiere. Eine Adventspremiere sozusagen. Ah. Okay. Ich brauche jetzt noch nicht in den Traum des Jägers zurück. Ich nehme jetzt erst die nächste Laterne hier. Ich glaube, hier komme ich ganz gut auch so zurecht. Aber ich muss sagen, wenn ich das mit dem Ausweichen ein bisschen besser noch hinkriegen würde. Also speziell so in der zweiten und dritten Phase, dann wäre das Ganze wahrscheinlich etwas besser zu handeln. Vielleicht sollte ich doch noch mal... Nee, üben will man ja nicht. Man will ja nicht üben. Elixier. Cooler Mond. Was einsammeln hier. Kommt man hier eigentlich zu dem Schiffchen? Nein. Hier kommt man nur in den Tod. So, und von dem kriegen wir nämlich auch noch einen Spell. Dazu müssen wir aber diese Seidenblumenrune hier angelegt haben. Das machen wir jetzt noch schnell. Bevor wir dann hier die Folge abschließen. Ich weiß allerdings nicht, wie gut dieser Spell ist. Also ich habe den mir schon mal geholt. Allerdings. Seidenpflanze, nicht Seidenblume. Ja. Yeah. I am the Broccoli. So. Und die müssen wir nämlich hier aufgesetzt haben. Hier, dieses geile Brokkoli-Dingens. Habe ich hier überhaupt Augen? Sieht man so gar nicht. Mal gucken. Nee. Ja, okay. Und wenn man diese tolle Brokkoli-Verkleidung hier anhat, dann spricht dieser
Mönch oder was das ist, auch mit einem. Warum auch immer. Hoffe ich. Hallo? Sprichst du mit mir? Was soll es? Ein bodenloser Fluch? Ein bodenloser hört auf die unheilvollen Gesänge, weint mit ihnen wie in Trance und weint mit... Was labert der? Genau, verfluchtes Gebräu kriegen wir hier von ihm dann. Hat der eigentlich auch so Augen auf seinem Mantel hier oder... Sind das nur so Algenzeugs oder so Muschelzeugs wie hier an den an diesen Balken hier? Wahrscheinlich ist er schon so lange hier unten, dass er schon ganz angeranzt ist. Oh, ein Skelett. Gut, ihr Lieben, bevor wir hier das Fischerdorf durchstreifen und weiter erforschen, machen wir Schluss für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir hier uns The Fishing Hamlet mal näher anschauen und ich hoffe, ich erreiche dann einigermaßen unbeschadet die nächste Laterne, wo dann ja schon langsam der letzte Boss hier im DLC auf uns wartet. Der ist allerdings noch mal ziemlich nervig, muss ich gestehen, den habe ich noch nie alleine erledigen können oder besiegen können. Da habe ich mir irgendwie immer einen Mitstreiter herbeigebimmelt, weil ich bin zu blöd dafür. Also gut, aber wir werden sehen. Vielleicht lässt sich das ja hier mit Magie und Arkankraft ein bisschen besser regeln. Dann wünsche ich euch noch schöne Weihnachten. Ich weiß nicht genau, ob ich es schaffe, noch vorher irgendwas aufzunehmen. Ich hoffe aber doch. Aber sollte es nicht der Fall sein, wünsche ich euch jetzt schon mal schöne Weihnachten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao, ciao!